Moin Leute und willkommen zur vielleicht letzten Folge, weil wir an einem Batzen aufnehmen, wissen wir nicht, ob das das letzte ist oder nicht, aber auf jeden Fall gehen wir jetzt aus dieser hässlichen Kanalisation raus und wir haben jetzt den letzten Schalter. Und, ja. Was, der mal ab, du. Wir haben den letzten Schalter. Ah! Das freut mich ja jetzt irgendwie. Ja, mich auch. Alle umlegen! Dune, 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 Alter, und nun? Frag mich das nicht, hier war... Ah, irgendwo in der Stadt hat sich sicher was geöffnet. Jetzt wollen wir uns aber verarschen. Ja, wo denn in der Stadt bitte? Vielleicht ist das der andere Kanalisationsgang. Glaube ich eher weniger. Dann guck du anders und ich guck hier. Ja. Oder warst du in jedem Gang? Naja, dann war in jedem Gang. Hätte früher sagen können, oder? Wieso? Ja, nur um mir Bescheid zu sagen, sonst wäre ich ja hier nicht lang. Geh sterben, Zombie. Oh, der hat einen Eisenhelm gedroppt. Das ist gut. Ah, ich muss meinen austauschen. Oh. Fällt gar nicht auf. Muss einfach nur den Gang geradeaus gehen. Da steht ein riesiges Schild. Notice. Container must be placed on hard level surface. Load uniformly. Ja, was denn? Geh einfach mal aus dem Schalterhaus raus. Ja. Wo bist du bei diesem Lapis-Zeug? Bin beim Glashaus. Ja, dann gehst du einfach raus und dann hier ist hier ein riesiges Schild. Hä, wo? Ist das blöd? Oh mein Gott, ich muss mal kurz wieder auf Verbindung. Na, ja. Das ist halt eine scheiß Verbindung. Ja, was willst du machen? Wo ist denn hier was? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Hey, ich bin gerade rausgegangen, wie du gesagt hast. Nein, ich hab gesagt, ich geh nochmal eben auf. Du doch nicht. Hä? Nee, geradeaus. Ach so. Und was hat sich jetzt hier geändert, bitte? Wo bist du jetzt? Hier beim Schalterhaus. Ja, bist du drinnen im Schalterhaus? So, ich sehe dich nicht. Aua, ich sehe dich immer noch nicht, aber egal. Komm mal mit, folge mir einfach, du siehst mich ja. Ja. Hier ist ein riesiges Schild, da steht Notice. Spieler 1, Spieler 2 steht da. Ja, und ich gehe Spieler 2. Bei mir ist hier der Typi vom Saw. Na egal. Okay, bei mir ist hier Notice. Kommt ja, das ist auch einer Sector Pack. Und los. Ist das der Spieler 2? Nein. Was? Anscheinend geht das jetzt hier weiter, ne? Gut, dich erwartet der. Okay. Versuche seinen Schalter zu kriegen. Ups. Dann hast du die Chance. Okay. Du hast ein Schwert, kann das sein? Nein. Mist. So. Also anscheinend, hätte nicht so enden müssen. Kann ich vielleicht mal gerade mal ein dramatisches Lied machen? Nee, brauche ich gar nicht. Mach doch. So, ich mach mal ein bisschen lauter. Wir sprechen jetzt nicht und betteln uns einfach nur. Es hätte nicht so enden müssen. Na doch, hätte es. Du hast ein Schwert, du Wichser, ey. Lass mich. Ich will mich verarschen, ich kann mich... Fuck, ich bin tot! Ja! Da! Da haben wir gewonnen. Weiß ich nicht, ich hab gewonnen. Das kann auch nicht alles gewesen sein. Da wären noch 32 Spiele gewesen sein. Ja doch, jetzt haben wir gewonnen. Nein, das kann auch nicht alles gewesen sein, echt nicht. Warte. Ganz ehrlich, ne? Das ist nicht so.
Da muss noch was kommen. Bei Saw kacken beide ab. Da überlebt keiner. Ich hab jetzt gewonnen, oder? Hallo, Button platzieren, jetzt komm. Wo ist dein Button? Habe ich den aufgesammelt? Ah, du hast einen Hebel. Okay. Ah, scheiße, Hebel immer auf Goldblöcke, ne? Mhm. Ah, ja. Ja. Nicht schreien. Ah! Lol, wie bist du hier ans Ende gekommen? Alter, ich hab... Da steht nicht rein, du hast... Ja, egal. Da steht, du hast nicht rein, du hast gewonnen. Es ist das Ende. Oder nur ein Neuanfang? Hast du deinen Freund die Entscheidung genommen? Keiner weiß es so genau. Neuanfang oder Ende? Hast du mir vertraut? Lesen. Geh weg da. Geh weg da. Es wird von... Geh weg da. Es wird von oben nach unten gelesen und dann von links nach rechts lesen. Spieler 1, Spieler 2, gemeinsam Knöpfe. Warum hast du mich umgebracht? Okay. Warum hast du mich umgebracht? Weil du mich angeschossen hast, ich warte jetzt hier auf dich. Du weißt auch, wie das ist. Warum machst du sowas? Warum? Ja, wenn du mich angreifst, sonst wäre ich ja tot gewesen. Ja, und weil dir lagt das nicht so. Ja, doch. Komm, wir sind jetzt hier am Ende. Jetzt kommt der zweite Epilog, der übrigens viel schneller ging als bei Magic Jump. Ja, hoffen wir doch. Noch ist nichts vorbei. Na klar. Ja, okay. Das war ein bisschen unschlüssig hier. Ach ja, die Musik ist ein bisschen zu laut. Das war zu leise. So ist doch gut, oder Leute? So, wo bist du, Jasch? Gell? Ja, komm. Was? Wurde. Ja. Alter, wann habe ich einen Pfeil gehört? Nicht schreien. Oh. Warum hat eigentlich immer einen Pfeil, wenn ich hier reinkomme? Weiß ich auch nicht. So. So, wollen wir jetzt erst das gemeinsam machen oder da steht nur, wenn du. Ich komme wieder, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich dachte, was ist jetzt los? So, nun ist die Frage, wollen wir zuerst, also einmal nur wenn du alleine bist, nur wenn du alleine bist, oder wollen wir jetzt in das gemeinsame Raum? Wollen wir rein? Gemeinsame Raum. Okay. Los, drück. Warte ihn kurz. Nicht. So, warte. 3, 2, 1, drücken. Ich bin nicht drin. Oder nicht? Ja, das ist kacke, ne? Dann geh alleine rein, ich warte hier. Okay, du musst ja aber selber mit rein. Ja, ich komme aber nicht rein. Naja, das ist ja nur der Epilog, oder? Herzlich willkommen. Mach mal, lies das selber durch. Komm hier rein. Okay. Supi dupi. So, lies das mal alles durch, von oben nach unten. Herzlich willkommen. Ihr habt meinen Endraum erreicht. Gerettet hat Spieler 1. Kannst du dich noch erinnern? An deinem Hals. Nur da ihr mein Parcours überlebt habt. Gewähre. Du musst von oben nach unten lesen, das weißt du, ne? Ja, herzlich willkommen. Ihr habt meinen Endraum erreicht. Ihr kennt mich, oder? Ich bin der, der euch das Leben gerettet hat. Ah, gerettet hat. Spieler 1. Kannst du dich noch erinnern? In einer Schießerei wurdest du verwundet. Schau, dein Bein an. Spieler 2. Du warst fast erstickt. Echt? Schau, egal. An deinem Hals. Ja, dein Hals, echt. Der ist total... krumm und verbogen. Nun, da ihr meinen Parcours überlebt habt, Gewehre, ich habe einen Neuanfang. Ihr habt bewiesen, dass ihr Menschen wie ich seid. Ich hoffe, ihr merkt euch die Voraussetzungen eines Menschen.
Vertrauen. Toleranz. Ehrlichkeit. Das Lied passt nicht dazu. Das passt eigentlich dazu. Das passt dazu. Triumph. Vertrauen. Toleranz. Ehrlichkeit. Zusammenhalt. In meinen 18 schwierigen Aufgaben habt ihr bewiesen, dass ihr zusammenhalten könnt. Ihr habt herausgefunden, dass auch ich mal gelogen habe. Ihr müsst ja am besten wissen, dass Menschen lügen. Ich finde es erstaunlich, dass ihr beide überlebt habt. Verzeiht ihr mir? Fragezeichen, Fragezeichen. Nun erlöse ich euch und gewähre euch einen Neuanfang. Game over. Das war mal nett. Moment, Game over? Oh, ich dachte gerade. Moment. Er sagt, Menschen lügen. Okay, egal. Ich will mal den Knopf. Nein! Siehst du nicht die Wände aus Kies? Und dahinter ist Wasser. Da kommt irgendwas. Ja toll, und was soll ich machen? Was sollen wir jetzt machen? Ja, ausgehen. Geht schlecht, weißt du? Ich habe eine Dia-Rüstung. Ja, okay, mach, drück. Ich hab nicht gedrückt. Ich hab gedrückt. Wow. Ich wusste es. Ich bin abgedraunt. Wo war jetzt der Raum? Ich hab vergessen, wo das ist. Also TP Suki Dupi. Ich bin tot. Aber macht ja nichts. Ja, ich würde sagen, dass die Map zu Ende ist. Was soll denn die Scheiße? Die gibt's doch kein, die gibt's kein Ende. Ist jetzt Happy End hier oder? Was ist das? Hier gibt's kein Happy End. Naja. Warum nicht? Gut, okay. Das war's denn anscheinend. Moment, warte. Also, ich will nochmal. Lass uns in den Raum gehen, da wo wir noch einmal Spieler 1 und Spieler 2 reingehen konnten. Also da in diesem Sammelraum, wo du nicht schreien solltest. Ja, lass uns das beenden. Warte, ja, wir müssen ihn ja. Ach super, die Queen of the Night spielt gerade mit. I'm coming! Nein! Ich bin in Spieler 2 Raum aus Versehen reingekommen. Du hast mein Bild gefunden. Das bin ich. Jinxao. Vor endlichen Jahren habe ich dir das Leben gerettet. Und nun gebe ich dir die Chance auf einen Neuanfang. Ja, das kennen wir ja schon, ne? Komm, wir erzählen uns einfach nochmal. Weil es so schön ist. Hast du es gerade kaputt gemacht? Ja, weil ich da rein wollte, weil das mein Raum eigentlich war. Aber egal, jetzt gehe ich in deinen. Oh, das war aber blöd. Hey! Das ist genau das Gleiche. Wir haben ein Problem. Oh, nee, schon wieder in dieser hässlichen Lücke. Hier kann ich, glaube ich, überleben. Aber was soll's, Geronimo? Na gut, okay, dann gehen wir zum letzten Mal in diesen Raum da rein und jetzt verabschieden wir uns von diesem Let's Play, das natürlich ja. Super Ende hat, genauso wie halt auch in dem Film. Naja. Ja, es überlebt keiner. Naja, im Prinzip spawnen wir immer wieder, aber ihr wisst nicht. Naja, und die Maps sollte ja auch sozusagen den Film widerspiegeln, also. Und das hat sehr gut geklappt. Ja, ich finde auch, vor allen Dingen musste man auch bei vielen Aufgaben, da wo man halt seinen Partner sozusagen. Komm, geh noch mal in den Raum abschließen. Das gefällt mir echt gut. Ja, komm, wir gehen noch mal in den letzten Raum und dann. Ja, dauert bis die Türen bei mir aufgehen, weißt du doch. So, mit der Queen of the Night verabschieden wir uns nicht, weil ich jetzt erstmal die so mache und die ausmache und so. Weil wir müssen erstmal noch ein abschließendes Wort halten. So, wo bist denn du jetzt eigentlich? Ja, kein Stress. Ja, ich habe auch Zeit. Oh, da war was gerade. Ja, du. Komm, bin hier. Gut, ja, ich bin auch hier. So, Also,
erstmal das Wichtigste, ich bedanke mich bei euch allen, allen Zuschauern, bedanke ich mich jetzt recht herzlich, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Aber es war ja nicht so lange wie beim Magic Jump. Ich glaube, das war ein Sechstel. Ja, kommen wir mal zur Bewertung der Map. Von uns persönlich. Wir haben das ja vorher gemacht mit den Schulnoten. Ich bin dafür, dass wir das weiterhin fortführen und auch wieder begründen. Lass uns einfach so machen. Und diesmal fängst du mal an. Was würdest du ihr geben? Auf jeden Fall finde ich es besser als Magic Jump. So, Magic Jump haben wir gegeben eine 2, ne? Ja, haben wir. Gut. Ich gebe Saw eine... warte mal, ich muss mal kurz überlegen. Hat alles funktioniert? Nee, ne? Warte. Nicht immer. Nein. Es hat nicht alles funktioniert, okay. Naja, doch, eigentlich schon, aber es hat nicht so... Ja, okay, ja doch. Also vom... Spaßfaktor her und wie das alles aufgebaut ist, würde ich der Map auf jeden Fall eine 1 geben. Vor allen Dingen, es ist nicht so viel Jump'n'Run, man muss auch mal ein bisschen überlegen. Nur, weil das halt an manchen Stellen nicht funktioniert hat so gut. Beispiel Enderperle. Ja, nee, nein, das meine ich nicht. Aber irgendwas war doch am Anfang, da hat irgendwas nicht funktioniert. Genau, da ging deine Tür nicht auf. Sowas. Das ist dann wieder, finde ich, ein Minuspunkt und also ich würde der Map dann auch eine 2 geben, aber etwas besser als Magic Jump. So, jetzt ist überall. Dieser Ding ist noch toppen, ey. Weiß auch nicht. Ja, ich glaube, ich hau es einfach klipp und klar raus. Die Map war scheiße. So, für mich hat mir die Map besser gefallen als Magic Jump. Ehrlich, weil man hat so eine Story gehabt, die meinen nebensächlich begleitet hat. Und man hat generell alles so gehabt. Was wir bei Magic Jump nicht hatten, wir hatten ja dann nur normale Sprünge. Das war natürlich auch gut. Aber irgendwie so mit der Story hier, das fand ich irgendwie ganz generell besser. Nur, dass hier so kurz war, verdeutet mich zu sagen, es war Minus. Sage ich jetzt auch. Weil ich finde, wir haben 2 Tage lang aufgenommen und nach 2 Tagen sind wir fertig mit dem Let's Play. Ist war eigentlich mal ganz gut, ne? Wenn man sonst mal so. Wir haben Monate für Magic Jump gebraucht und 2 Tage jetzt für Saw, also. Ja, ich finde so besser, ganz ehrlich. Ja, aber es war schnell durchspielt, als wenn man da so lange immer an der gleichen Scheiße hängen bleibt. Das waren jetzt aber 2 Extreme, finde ich. Ja, okay, da hast du recht. Also deswegen nur 2 Minus, weil das den halt ein bisschen kürzer war. Ja, mehr bei uns zusammen. Gut, dann mach Wort zum Sonntag, wie unsere Biolehrerin immer sagt. Also, geiles Ende, geile Story, geile Map. Und jetzt wollen wir mal gucken, kennst du einen Map, die wir als nächstes spielen können? Nein. Ich ganz ehrlich gesagt, nein. Ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, ich habe keine Ahnung. Aber irgendwas werden wir finden. Und bis wir an dieser Folge sind, haben wir bestimmt auch schon wieder eine neue Map. Und ich denke, jetzt machen wir erstmal auch eine Aufnahmepause und ja, da haben wir ein bisschen Zeit, um uns da Gedanken zu machen. Naja, machen wir sie sowieso jetzt. Wir machen gleich das neue Let's Play. Nee. Was bleibt für mich noch zu sagen? Nicht mehr viel. Also. Stell mich jetzt hier hin. Und dann ganz cool mit Queen of the Night. Das war's mit dem Let's Play und hoffentlich seid ihr bald wieder da, wenn es wieder heißt Adventure Maps. Ciao!